Geschichten, unglaubliche Geschichten. Beschwipste Wolke fliegt durchs All. Kaum zu glauben, zwei britische Forscher haben eine Riesenwolke aus reinem Alkohol entdeckt. Es handelt sich um mehr als 10 Trillionen Liter Flüssigkeit, die auf minus 148 Grad Celsius gekühlt als Spritnebel durchs Weltall torkeln. Damit könnte man jeden Erdbewohner täglich mit 150.000 Litern Bier versorgen. Und zwar für viele, viele Jahre lang. Allerdings kreist die Alkoholwolke 10.000 Lichtjahre von uns entfernt. Idealmensch von 1,50 Meter. Der ideale Mensch sollte 1,50 Meter groß und nicht schwerer als 46 Kilo sein. Er sei dann umweltverträglicher und weniger krankheitsanfällig. Das hat der Wissenschaftler Thomas Samaras aus San Diego, USA herausgefunden. Ein solcher kleiner Mensch hätte 60 Billionen Zellen. Ein Mann von 1,80 Meter dagegen hat 100 Billionen. Je mehr Zellen es gibt, desto größer sind die Gefahren für die Gesundheit. Besonders Krebs hat dann mehr Chancen. Der 1,50 Meter Mensch dagegen verbräuchte weniger Energie, benötigte weniger Platz, könnte die Nahrung besser aufnehmen und der Ausstoß von Kohlenmonoxid würde gesenkt. Die Qualität des menschlichen Lebens wäre viel höher. So schwer ist unsere Erde. Die Erde wiegt 5.974 Trillionen Tonnen. Das ist eine Zahl mit 21 Stellen. 1,4 Trillionen Tonnen davon sind nur Wasser. Alle sogenannten organischen Bestandteile unseres Planeten, das sind Pflanzen, Tiere und Menschen, wiegen zusammen nur etwa 200 Milliarden Tonnen. Den Rest und damit den weitaus größten Teil macht die Masse des Erdinneren aus, soweit die Wissenschaft dies überhaupt schätzen kann.